Feuer im Straßenbahndepot mit Erlaubnis der Verantwortlichen. Das ist nicht die einzige ungewöhnliche Geschichte, die man über die Linie F erzählen kann. Sie verband Köln mit dem Vorort Frechen. Eine besondere Rolle spielt dabei ein Zug, der auf den Spitznamen Fienchen hört. 3 Jahre stand er erstmal fabrikneu im Depot, weil sich die Verantwortlichen nicht über Vorschriften für die Strecke einigen konnten. 1914 rollten dann die Waggons und das war wichtig. Die Menschen in der Region waren damals auf eine zuverlässige Verbindung zur Großstadt Köln angewiesen. Deshalb erinnern sich alle älteren Menschen auch heute noch an die Waggons mit Holzaufbau. Fienchen. Ja, sicher können wir uns an Fienchen erinnern. Von Frechen damals. Ja, so die alte Straßenbahn. Ne? Ja. An ihrer Schlüsselrolle im Nahverkehr änderte sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg nichts. Trotzdem wurden sie 1960 in einer unfassbaren Aktion im Depot angezündet und verschrottet. Nur Fienchen entging diesem Schicksal. Der komplette Zug mit Beiwagen wurde vermutlich schlicht in einem Depot vergessen. Später erlebten die Waggons aus dem Jahr 1911 eine wunderbare Wiederauferstehung. Sogenannte Kaffeefahrten begeisterten die Bürger. Aber vor allem die Touren in der Vorweihnachtszeit sind inzwischen legendär. Alte und Junge freuen sich auf ein Treffen mit dem Nikolaus in einer historischen Bahn. All das sehen Sie in dem neuen Film von Tram TV. Zeitzeugen erinnern sich. Und es wird geschildert, wie Fienchen gepflegt wird. Im Kölner Museum Thielenbruch erzählen engagierte Mitarbeiter Details zur Technik, zur Wartung und zum Umgang mit diesem besonderen Triebwagen. Einfach links hoch. Da ist ein bisschen mehr Rast. Da müsste eigentlich ein bisschen mehr Rast sein. Ja. Seit 100 Jahren ist Fienchen nun auf der Strecke. Dieser Film würdigt ein Juwel in der Kölner Straßenbahngeschichte.